Was geschieht am 83. Breitengrad? Im 19. Jahrhundert versuchten tollkühne Männer, die Pole zu erobern. 1827 stößt der Engländer Paribas auf 82 Grad 47 Minuten, nördlicher Breite vor. 1881 erreicht sein Landsmann Markheim 83 Grad 20 Minuten. Am 83. Breitengrad scheiterten einige Polfahrer. Salomon August André, 1854 bis 1897, ein schwedischer Ingenieur, musste mit seinem Freiballon am 11. Juli 1897 beim 83. Breitengrad landen. Sir George Nares schaffte es 1875 per Schiff bis zum 82. Breitengrad, Barnard und Lockwood erreichten 83 Grad 24 Minuten nördlicher Breite, zuvor schon hatten Marmaduke, 1612, Phipps, 1773, Scoresby, 1806, beim 81. oder 82. Breitengrad umkehren müssen. Fridtjof Nansen, 1861 bis 1930, kam auf die Idee, sein Schiff in Packeis einschließen zu lassen, um so, wie er hoffte, den Nordpol zu erreichen. Sie machten allerdings die Entdeckung, dass das Packeis in den Süden trieb. Dasselbe erfuhr auch Papine, ein russischer Gelehrter, dessen wissenschaftliche Station bis hinunter zur Küste Grönlands getrieben wurde. Fridtjof Nansen hatte auf seiner Suche nach dem Pol immerhin den 86. Breitengrad erreicht. Seine Aufzeichnungen halten eine äußerst merkwürdige Begebenheit fest. Um die Mittagszeit sahen wir die Sonne, oder ein Bild von ihr. Wir hatten nicht erwartet, sie an jener Position zu sehen. Zuerst fürchtete Nansen, sich verirrt zu haben. Doch erleichtert erkannte ich, dass es nicht die Sonne sein konnte. Es war nur eine schwachrot glimmernde Scheibe, flach und durchzogen von vier gleichmäßigen schwarzen Streifen. Er war bei weitem nicht der einzige Polarforscher, der unerwarteten und unerklärlichen Phänomenen begegnete. Isaac Israel Hayes, 1832 bis 1881, ein Amerikaner, reiste 1869 nach Grönland und erforschte dort die im Nordwesten gelegenen Länder von Ellesmere und Grinnell. In sein Tagebuch notierte er: 78 Grad 17 Minuten nördlicher Breite, Nordgrönland. Ich habe einen gelben Schmetterling gesehen, und wer würde das glauben, einen Moskito. Außerdem 10 Motten, 3 Spinnen, 2 Bienen und 2 Fliegen. All diese Insekten tauchen erst viele hundert Kilometer südlich wieder auf. Der amerikanische Journalist Charles F. Hall lebte von 1860 bis 1862 unter den Eskimos. Bei seinem Versuch, den Nordpol zu erreichen, kam er ums Leben. Er hatte über den hohen Norden geschrieben: Es ist viel wärmer als erwartet und hat weder Schnee noch Eis. Das Land ist voller Leben, Robben, Füchse, Bären, Rebhühner, Lemminge und vieles mehr. Manche Arktisforscher entdeckten Bären, die im Winter nordwärts zogen in ein Gebiet, wo es eigentlich keine Nahrung für sie geben kann. Noch nördlich des 80. Breitengrades sah man Füchse Richtung Pol laufen, ganz offensichtlich gut genährt. Vögel wie der Alk oder die Rossmöwe fliegen im Winter nordwärts. Die Schafsvögel Australiens flüchten in der kalten Jahreszeit Richtung Südpol. Bis heute hat niemand ihren Zielort entdecken können. Sie verschwinden scheinbar einfach. Oder die Heringe, niemand weiß, wo sie eigentlich laichen. 1902 berichteten die Teilnehmer der Discovery-Expedition, dass sie um die 2000 Kaiserpinguine am Südpol gesehen hätten, und zwar auf Kap Crozier. Am 20. Juli 1911, wo die Antarktis in der Erstarrung des Hochwinters lag, sahen Wilson, Bowers und Sherry denselben Platz wieder, doch statt 2000 hatte es nur mehr etwa 100 Kaiserpinguine. Wo waren sie? Nicht aufzufinden. Niemand konnte bislang nachweisen, wohin sie sich verzogen hatten. Farbiger Schnee und Treibholz im ewigen Eis. Ein weiteres Phänomen, das die Polfahrer in Erstaunen versetzte: Auf einmal war der Schnee schwarz, rot, rosa, grün oder gelb gefärbt. Natürlich sammelte man Schneeproben ein. Und siehe da, den schwarzen Schnee hatte Vulkanasche gefärbt. Der rote, grüne, rosa und gelbe Schnee hatte seine Färbung von Millionen von Blütenstaub. Blütenstaub am Nordpol? Da verwundert es fast gar nicht mehr, dass sie von Pflanzen stammen, die keiner kennt. Woher bitte stammen all die entwurzelten Bäume,
Die Kommandant Robert McClure, 1807 bis 1873, auf Banks Land antraf. McClure war der Erste, der die Nordwestpassage in ihrer ganzen Länge durchquert hatte. Und da, wo schon längst nichts mehr wächst, wo nur Schnee und Eis blühen, kommt ihm Treibholz entgegen. Die entwurzelten Bäume, stellt er fest, waren offensichtlich von Gletschern noch weiter im Norden herabgetragen worden. Bäume noch weiter im Norden? Fridtjof Nansen begegnete sogar noch auf dem 86. Grad, also nur 4 Breitengrade vom angeblichen Nordpol entfernt, Treibholz, das in den Süden zog. Schneit es Bäume am Nordpol? Wohl kaum. Apropos Schnee, wer kann sagen, woher die Eisberge kommen? Das Meer kann sie nicht geboren haben, denn es ist salzig, und die Eisberge bestehen ohne Ausnahme aus Süßwasser. Der Regen? Wie solle nicht einmal 5 cm Niederschlag pro Jahr solche Eisberge bilden, wie wir sie in der Antarktis finden? Fragte Polarforscher Bernacchi, der unter Egbert Borsch-Grevink 1898 bis 1900 den Südpol erforschte. Eine vernünftige Antwort steht bis heute noch aus. Immerhin sah er einen Eisberg von 80 Kilometern Breite und 650 Kilometern Länge. Ein Eisberg, der von Hannover nach München reicht und von nicht einmal 5 cm Niederschlag jährlich gebildet wird. Geht man davon aus, dass es einen Nordpol gibt und dieser, wie allgemein behauptet wird, von ewigem Eis bedeckt ist, dann müssen unzählige Nordfahrer ab dem 80. Breitengrad von Halluzinationen befallen worden sein, oder sie waren bei Sinnen, doch dann spricht alles wieder die Theorie der zugefrorenen Polkappe. Selbst das Wetter. Alle, die im hohen Norden leben, wissen und bezeugen, dass es während des Winters in der Arktis sehr viel Nebel gibt. Wäre sie vollständig vom Eis bedeckt, hätte es gar nicht genug Feuchtigkeit in der Luft, um Nebel zu bilden. Der Amerikaner Dr. E. K. Kane, der den Humboldt-Gletscher entdeckte und von 1833 bis 1855 das Nordpolgebiet erforschte, schrieb vor 150 Jahren, einige Umstände scheinen darauf hinzudeuten, dass es ein offenes Nordmeer gibt, und die häufigen Dunste und Nebel, die wir während des Winters gesehen haben, bestätigen dies. Greely, ein Meteorologe, der 1868 eine zweijährige Expedition ins Grand Land leitete, berichtete von einem das ganze Jahr über eisfreien Wasser. Und Nansen, der vermutlich weiter nördlich fuhr als irgendein anderer Forscher, sah immer weniger Eis, je nördlicher er kam. In seinem Buch bekennt er, wie sonderbar es war, in der dunklen Nacht auf einem rollenden Meer zu segeln, das noch kein Schiff zuvor befahren hatte, unbekanntem Land entgegen, vor uns liegt immer der gleiche dunkle Himmel, der offene See bedeutet. Zu Hause in Norwegen würden Sie kaum denken, dass wir in offenem Wasser geradewegs auf den Pol zu segeln. Ich selbst hätte es nicht geglaubt, wenn mir das irgendjemand vor 2 Wochen vorausgesagt hätte. Und doch, es ist wahr. Ist dies auch kein Traum? Wenn es ein Traum war, dann ein äußerst zäher. 3 Wochen später, es war bereits Ende September, war das Polarmeer noch immer nicht zugefroren. Nansen, soweit man im Krähennest mit dem Feldstecher sehen kann, erstreckt sich überall offenes Wasser. Charles F. Hall, der Journalist, glaubte ebenfalls an eine offene See in der Nähe des Pols. Vom Providenzberg aus konnte man im Norden dunklen Nebel sehen, der Wasser anzeigte, schreibt er in seinem Bericht. Fridtjof Nansen hatte am 3. August 1894 in sein Tagebuch notiert, wir haben heute Fuchsspuren gesichtet. Das Klima ist überraschend mild, zum Schlafen beinahe zu warm. Und das weiter nördlich, als je ein Mensch gekommen war. Freuen Sie sich noch auf interessante weitere Teile von Hohle Erde, Fiktion oder Realität. Ich wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Tag, bis zum nächsten Mal. Ihr, Mar Alelund, im Kanal Space Mark 7 von terraherz.de.